Hallo und willkommen bei German Blank in Airgun Reviews. Heute mit dem Umarex HDR 50, dem Home Defense Revolver im Kaliber 50, CO2 Revolver mit Emergency Ventil. Ja, ich weiß, es gibt schon 1000 Videos, ist relativ spät von mir. Ich hatte den am 29.12. beim Alex von Damage bestellt und der war so nett, hat ihn auch sofort rausgeschickt. Der war tatsächlich noch am 31.12. morgens hier, aber da war ich nicht hier. Dann konnte ich ihn erst im Januar abholen, Anfang Januar, und habe jetzt einfach keine Zeit gehabt. Deswegen spät von mir. So sieht er aus. Ziemlich martialisches Aussehen. Die Mündung ist auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Kaliber 50. Und ich zeige euch das Teil jetzt erstmal in der Nahaufnahme, wie ihr den Revolver beladen könnt. Und dann gehen wir hier in meinen kleinen Schießstand. Zeige ich euch, wie die Kapsel anstecht. Kleiner Schusstest auf Scheibe und Flasche. Chronitest spare ich mir bei minus 7 Grad heute. Jetzt haben wir ja doch noch Winter gekriegt hier. Das wäre natürlich ein bisschen unfair bei CO2. Ist natürlich minus 7 Grad Mist. Von daher werde ich im Frühling einen ausgiebigen Chronitest nachreichen mit verschiedener Munition. Heute erstmal ein normaler Schusstest auf Präzision und Durchschlag. Und dann sehen wir uns hier gleich nochmal zur Zusammenfassung. Viel Spaß dabei. Kurz wieder geliefert wird. In diesem Köfferchen hier. Home Defense Series T4E Training for Engagement steht drauf. HDR 50, Home Defense Revolver Kaliber 50. Genau. Da drin habt ihr einen Sechskant und die Bedienungsanleitung. Zu den Daten kurz. Wir haben eine Gesamtlänge von 250 mm. Die Lauflänge beträgt 121 mm. Das Gewicht beträgt 675 Gramm. Also, ja, liegt ganz gut in der Hand. Ähnlich gut vom Griff her wie der, wie heißt das Ding nochmal? Wie der Umarex Tornado. Ist ja auch vom Design her da angelehnt, würde ich mal sagen. Ziemlich identisch alles. Auch hier von dem, wie das hier funktioniert mit der Trommel und allem, ist schon alles sehr Tornado-mäßig. Oder Broadex hieß er in anderen Ländern. Wir haben hier natürlich CO2-Antrieb. Eine 6-Schuss-Trommel im Kaliber 50 das Ganze. Und jetzt zeige ich euch hier nochmal ein bisschen von nahem. Hier haben wir auch das T4E-Logo, HDR 50. Außenrum soweit alles Kunststoff, bis auf der Abzug und hier der Schieber. Und hier das Emergency-Ventil, das ist natürlich auch Metall. Griff liegt sehr gut in der Hand. Hier habt ihr diesen Anzeiger, diesen Druckanzeiger quasi. Das ist jetzt natürlich drin, weil kein Druck drauf ist. Noch Umarex, Kaliberangabe, das F und eine Seriennummer. Dann noch diverse Schienen. Oben könnt ihr natürlich ein Red Dot irgendwas montieren. Unten dürfen wir ja hier in Deutschland nichts montieren. Ja, soweit zur Optik. Wenn ihr das Teil jetzt laden wollt, die Trommel nehmen wollt, diesen Schieber hier nach oben machen, könnt ihr die hier zur linken Seite entnehmen. So aus da drin. Hier nochmal die Mündungsansicht. Alles Kunststoff, bis auf hier in der Mitte halt dieser Trommelkranz, ist halt Metall. So rum wird die eingesetzt. Kranz in Abzugsrichtung und laden tut man sie in diese Richtung hier. Das zeige ich euch jetzt mal. Könnt ihr natürlich entweder diese Standard Rubber Balls nehmen von Umarex hier. Diese Gummigeschosse hier. Zack. Die werden wir auf jeden Fall gleich mal ausprobieren. Die ersten 6 Schuss, dann könnt ihr natürlich auch noch. Ich habe hier noch so eine Highspeed-Geschosse, werden die beworben hier. So eine blauen von Solid Core. Die sollen ganz schön Power haben. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Oder habe ich auch von Solid Core noch hier so eine Flügelgeschosse. Das sind quasi so halbe Gummigeschosse mit so einem Stabilisator aus Kunststoff. Verhält sich dann ähnlich wie ein Diabolo in der Präzision angeblich. Schauen wir mal. Die müsst ihr dann natürlich mit dem Kelch nach unten laden. In Schussrichtung. So. Also es geht alles Mögliche. Ihr könnt Pepper Balls laden, ihr könnt Paints laden natürlich auch. Wichtig ist immer, dass ihr guckt, dass sie schön abschließen, dass die Trommel gut transportiert werden kann. Und das Ganze mit dem Kranz nach da einsetzen wieder. Zuschnappen lassen, fertig. Der Abzug, also die einzige Sicherung ist auch diese Abzugszüngelsicherung hier, wie bei einer Glock quasi. Wenn ihr den nicht richtig drückt, passiert nichts. Wenn ihr beides drückt, wird die Trommel weiter transportiert. Kurz zum Abzug, hier seht ihr auch nochmal die Visierung. Der Abzug ist halt so, dass die Waffe doch etwas dabei wackelt. Die Mündung verreißt so ein kleines bisschen, das könnt ihr hier, glaube ich, ganz gut sehen. Wenn wir gleich sehen, was das bei der Präzision macht, muss man natürlich wirklich sehr gut festhalten, aber auch dann habt ihr noch so ein leichtes Rucken, seht ihr das? Mal schauen. Hier unten, Emergency-Ventil.
Dafür ist auch der Sechskantschlüssel da. Am Anfang kriegt er das nicht ganz gut, ganz so gut raus. Und wenn noch Druck drauf ist, kriegt er es natürlich auch nicht raus. So sieht das Ganze aus. Die Kapsel wird... Ich mache mal kurz eine schon leere rein. Der vollen zeige ich euch gleich. So rum rein. Dann das Ganze mit der Hand anziehen. Dann merkt ihr, es geht nicht mehr. Dann auch aufhören. Also handfest quasi anziehen. Und dann könnt ihr das Teil quasi geladen in den Nachttisch oder irgendwo hinlegen. Und wenn ihr sie dann braucht, einmal draufschlagen. Und wenn jetzt eine volle drin wäre, würde quasi der Druck sich entfalten und sofort hier dieser Nippel rauskommen, hinten dieser Anzeiger. Das zeige ich euch gleich jetzt vor dem Schusstest. Soweit erstmal dazu. Gehen wir mal auf den Schießstand. So, jetzt machen wir mal die Kapsel scharf. Unten draufschlagen. Dann hört ihr das Knacken und da ist er rausgekommen. Ja? Der Druckindikator hier, dieser kleine Nippel mit dem roten Kranz. Ja, habt ihr gesehen, einfach einmal draufhauen. Geht relativ leicht. Und das Teil ist unter Druck. Da hinten steht eine Flasche. Wir fangen an mit den Solid Core, mit diesem Highspeed. Wo sind sie? Hier mit dem blauen Highspeed geschossen. Da gucken wir mal jetzt auf Zerstörungs- und Durchschlagskraft. Ich fahre euch mal an die Pulle ran. Ganz normale Mineralwasserflasche. Schauen wir mal, was die Dinger mit der machen. Ich schieße jetzt einfach mal so aus 5 Meter Entfernung auf die Flasche. Schauen wir mal. Das war's. Ja, rangehen brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Na gut, wir gehen mal ran. Ja, die Flasche hat's hinter sich, würde ich sagen. Die ersten 2 Schuss habe ich wohl doof getroffen, aber dann war sie kaputt. So, ich schieße jetzt hier aus so ungefähr 6 Meter Entfernung. Also so eine ungefähr realistische Verteidigungsentfernung von zu Hause. Das ist eher vielleicht auch 4, 5 Meter nur. Hier erstmal die Rubberballs, jetzt 6 Schuss. Jetzt die neue Kapsel rein. Zack, und das war's. Da ist er rausgekommen. Schussbereit. 6 Schuss, 6 Meter Entfernung circa. So, 6 Schuss. Ich hole euch mal die Scheibe ran. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht, ne? Also da waren meine Bedenken jetzt vom Verreißen her gar nicht so bestätigt, würde ich mal sagen. Sieht ganz gut aus. Das waren jetzt die Rubberballs. Und jetzt kommen die Flügelgeschosse. So, hier seht ihr die nochmal. Hinten so ein Kelch, ähnlich wie ein Diabolo. Soll auch ähnlich präzise sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hole die Scheibe auch mal ran. So, das waren jetzt diese angeblich sehr präzisen Flügelgeschosse. Das ist doch ziemlich gestreut. Ich habe jetzt extra im Vorfeld schon mal ein paar Schusstests gemacht, um zu schauen, ob das wirklich so ist. Und fast jedes Mal sieht das eigentlich so aus mit den Flügelgeschossen bei mir auf eine Distanz von 5, 6 Metern. Also ist auf so kurze Distanz auf jeden Fall schon mal nicht zu empfehlen, würde ich einfach mal sagen. Denn das hier zum Vergleich waren die Rubberballs. Die sind im Vergleich natürlich deutlich günstiger als diese teuren Flügelgeschosse. Und die waren doch, würde ich jetzt mal sagen, präziser. Ne? Hier nochmal die Flügelgeschosse. Von hinten hier die Rubberballs. Flügelgeschosse, nichts für mich. Die werde ich nicht mehr nehmen. Die Rubberballs reichen da völlig aus. Und diese Highspeed-Teile sind natürlich auch eine coole Sache. Ja, soweit erstmal dazu. Ich werde nochmal einen ausführlichen Schusstest halt im Frühling machen. Auch mit einem Kroni-Test dann, mit allen Geschoss-Varianten, die es so gibt. Ja, was gibt es zusammenfassend zu sagen? Also ich denke mal, für 99 Euro ist das ein faires Angebot. Die Munition ist natürlich relativ teuer bei diesen Paintball-Dingern, diesen Markierern. Diese Rubberballs kosten 500 Stück, 69,95 ist natürlich ganz schön heftig. Könnt ihr aber auch wiederverwenden. Diese kleinen Packungen mit Highspeed-Geschossen oder diese Flügelgeschossen mit 50 Stück drin, glaube ich, war das 24,95, ist schon ganz schön heftig. Die Flügelteile waren jetzt auch nicht wirklich präzise, aber ich werde, wie gesagt, im Frühling nochmal, wenn es wärmer ist, einen ausgiebigen Schusstest mit auch Kroni-Test nachreichen. Das wäre jetzt ein bisschen unfair hier bei minus 7 Grad, keine CO2-Temperatur. So, insgesamt der erste Eindruck ist schon mal sehr gut, liegt gut in der Hand und ich denke mal, ich möchte davon keine Murmel abkriegen hier.
als Einbrecher oder Angreifer. Aber wie gesagt, das testen wir nochmal, wenn es wärmer ist. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal bei Joe & Blake in Ärger Reviews. Ciao, Leute.